Und diese Steckdose, die ist wiederum im Wohnwagen mit dem Netz verbunden und der Wohnwagen mit dem Haus. So, moin liebe Leute. Jeder kann sich im Grunde mit einem Balkonkraftwerk selbst mit Strom versorgen. Und heute wollen wir über einen Wohnwagen uns unterhalten, der das Haus vom Marc mit Strom versorgt. Ihr könnt damit bares Geld sparen. Es ist super einfach, einfach ein Solarmodul in die Steckdose stecken. Wie das Ganze funktioniert, das gucken wir uns jetzt in diesem Video an. Und dafür gehe ich jetzt mal zum Marc und zu dem Wohnwagen, wo ich schon davor stehe. Und ich sage, moin Marc, grüß dich. Hi Felix. Moin. So, du hast einen Wohnwagen. Ja, schon über 20 Jahre und alt, das Ding, ja. Und der steht hier immer so vor deinem Haus rum und du weißt eigentlich gar nicht, was du so richtig damit machen sollst, weil der steht da eigentlich nur rum und jetzt spart er dir noch Geld. Ich weiß schon, was ich damit machen soll. Ne? Ich fahre unglaublich gerne mit dem Wohnwagen in Urlaub, aber die meiste Zeit steht er halt rum. Ja. Die meiste Zeit des Jahres steht der Wohnwagen bei mir am Haus, nicht vorm Haus, rum und wird nicht benutzt. Das ist die Natur von so einem Wohnwagen, wenn man kein Rentner ist. Genau. Oder Campingplatz, da würde er ja auch eine ganze Zeit rumstehen, wenn man jetzt so einen Dauercampingplatz hätte. Genau. Und ich habe einen kleinen Testaufbau gemacht, was man machen könnte. Okay, kannst du uns das vielleicht mal zeigen? Also beziehungsweise kannst du vielleicht kurz sagen, was du überhaupt machst? Du hast ein Solarmodul auf dem Dach, genau, das Strom produziert für den Wohnwagen, aber auch, wenn er vor deinem Haus steht, dann nur fürs Haus. So ist es. Und zwar, wenn der Wohnwagen nur so rumsteht, verbraucht er keinen Strom. Ja. Und er könnte aber Strom erzeugen. Du kannst mal weiterreden und ich zeig mal, wie das aussieht hier oben. Und zwar habe ich oben auf dem Wohnwagen jetzt erstmal probeweise ein Solarmodul draufgelegt. Ja. Und hinten angeschlossen mit Kabeln. Und die gehen jetzt in den Wohnwagen rein. Ja. Und im Wohnwagen ist ein Wechselrichter. Der Wechselrichter steckt in der Steckdose. Mhm. Und diese Steckdose, die ist wiederum im Wohnwagen mit dem Netz verbunden und der Wohnwagen mit dem Haus. Okay, kannst du uns das vielleicht mal zeigen? Klar, komm. Alles klar. So, hier kommen die, hier kommt der Strom von den Modulen rein, durch die Kabel, ja, NC4-Stecker. Genau, ist ja jetzt mal ein Testaufbau, ne, ob es überhaupt geht. Und dann geht es hier weiter um die Ecke. Ich habe hier so einen kleinen Testaufbau gemacht, Wechselrichter, da gehen die Kabel rein. Und dann geht von dem Wechselrichter hier das Kabel in diese Steckdose. Die habe ich da zusätzlich jetzt im Kleiderschrank mit installiert, weil ich das nicht so rumfliegen haben will. Geht natürlich jede andere Ecke auch. Hier oben das nicht beachten, das ist meine interne Umschaltung, habe ich selber gebaut. Für eine Notstromversorgung hat damit nichts zu tun. Und von dieser Steckdose, die ist direkt verbunden mit der Steckdose außen, wo sonst der Wohnwagen mit Strom versorgt wird. Und da gehen wir jetzt mal hin, wie es weitergeht. Okay. Das ist jetzt hier zufälligerweise sogar die Rückseite vom Kleiderschrank. Und da geht jetzt der Stecker in das normalerweise Versorgungskabel. Das Versorgungskabel geht hier über mein Grundstück, erstmal noch über Bürgersteig, das ist natürlich nicht so doll, und dann in die Steckdose. Und nun produziert der Wohnwagen Strom, der bei mir im Haus verbraucht wird. Und diesen Strom hast du jetzt hier einfach in die ganz normale Steckdose reingesteckt, draußen am Haus? Ja klar, dem Strom ist das ziemlich egal, wo er lang fließt. Ne? Er fließt da ins Haus und dort wird er verbraucht. Okay, und wie kriegt er das hin? Also aus dem Solarmodul kommt was für ein Strom? Da kommt Gleichstrom raus. Der wird dann im Wechselrichter in Wechselstrom gewandelt in 230 Volt. Die 230 Volt gehen in meine Außensteckdose, ins Hausnetz rein. Die Anlage habe ich mit einem Freund mal damals selber gebaut, der ist Elektromeister. Ich weiß also genau, welcher Verbraucher dahinter hängt und jetzt den Strom verbraucht, nämlich mein Tiefkühlschrank im Keller. Und könntest du jetzt, also wir haben ja jetzt so ein kleines Solarmodul, du könntest jetzt aber auch noch wesentlich mehr dann auf den Wohnwagen machen. Ja, da sind jetzt 120 Watt drauf, ist ja ein Testaufbau. Ich würde eigentlich so ein 200 Watt oder zwei 200 Watt Module fest verbauen, dann auch eine Bohrung durchs Dach machen, das Kabel richtig verschrauben. Das ist ja wie gesagt jetzt so nicht für Dauer geeignet, könnte ja runterfallen. Aber so 200 bis 400 Watt könnte man da machen, klar. Ja, und das heißt, das Ding würde dann auch so, weiß ich nicht, 200, 300 Kilowattstunden im Jahr, also wenn du mehrere jetzt hast, also zwei Stück, hast du dann 200 Kilowattstunden oder was würdest du im Jahr produzieren? Also 300 Kilowattstunden sind durchaus realistisch, das könnte es schaffen, wenn die Sonne ganz gut steht, wenig Schatten drauf fällt, aber 200 schafft es sicher mit zweimal 200 Watt. Und sau viele Leute haben ja solche Höfe bzw. Ihre Einfahrt, wo ein Wohnmobil oder so ein Wohnwagen steht. Würdest du denen sagen, das könnte eigentlich jeder machen? Ganz viele Leute haben schon PV-Module auf ihren Wohnwagen oder Wohnmobilen drauf. Ja. Und die brauchen eigentlich nicht viel, die brauchen so einen Wechselrichter und es muss halt eine Schaltung her, die das umschalten kann. Das sollte dann schon ein Profi machen. In dem Fall ist es ja tatsächlich jetzt ein fliegender Aufbau gedacht, um zu zeigen, was geht. Ja.
Ich kann das selber, wie gesagt, ich habe ja mal beim Elektriker gearbeitet als Elektriker, habe auch einen elektrischen Job gelernt, kann mir das halt selber alles bauen, aber wer davon keine Ahnung hat, das ist da ein bisschen komplizierter, aber wer diese Solarmodule eher auf dem Dach hat und der hat ankommende Solarstecker, der könnte natürlich das alles mit MC4-Steckern machen und wenn er nicht in Urlaub fährt, einfach auch MC4-Stecker in den Wechselrichter rein, in die Steckdose rein, fertig. Das heißt, jeder, der im Grunde ein Wohnmobil hat oder einen Wohnwagen hat, der könnte selber Strom produzieren, könnte ihn im Haus selber verbrauchen. Das heißt, er könnte auch bares Geld sparen. Das heißt, jeder könnte auch seine Energiewende dann selber machen. Was kostet das jetzt hier, was du da installiert hast? Na, ich weiß nicht, wenn ich das professionell mit neuen Teilen machen würde, wahrscheinlich 500-600 Euro, okay, so in den Dreh. Aber was meinst du, wann hätte sich das amortisiert? Das kommt drauf an. Das dauert sicherlich relativ lange, lebt aber ja davon, dass der Wohnwagen sowieso rumsteht. Ja. Und man kann die Solarmodule natürlich auch dazu nutzen, wenn man einen Akku noch im Wohnwagen hat, dass der nachgeladen wird. Okay. Oder wenn man unterwegs irgendwo ist, dass man Stromversorgung hat. Okay. Also hat mehrere Vorteile dann. Ja, ne? Und Balkonmodule insgesamt so 5, 6 Jahre. Und dann hält so ein Modul aber wahrscheinlich auch nochmal 10, 15 Jahre länger, wenn es ein großes nimmt, sogar 20 Jahre. Also in diesem Sinne, Leute, macht euren eigenen Strom. Der Wohnwagen kann das Haus versorgen. Ich hoffe, das war ein gutes Stichwort, dass ihr auch mitmacht bei der Energiewende. Deswegen lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr das hier unterstützen wollt. Und danke, Marc, dass du dabei warst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Bis dahin. Euer Tschüss. Felix. Ciao, ciao.